Jetzt hat ERV-Gründer Thomas Spitzer ein Weihnachtsalbum veröffentlicht. ERV-liche Weihnachten, ihr Sünderlein kommet, heißt das neue Album. Und jetzt in der Abendschau der ERV-Gründer gemeinsam mit Marco Pogo, a kleines Feier. Ein kleines Mal steht am Bürgersteig ohne Schuh vor Köthen blau. Jeder Mensch hat heut ein Feuerzeug, Schwefelhölzer braucht keine Sau. Der Schnee fällt auf die blonden Engelshorn und auf ihre gefrorenen Hände. Es ist der letzte Tag im alten Jahr und der findet gerade sein Ende. Die Nacht bricht an, aus jedem Fenster, da fällt das warme Licht. Auf das Kind, das allein und hungrig ist und sie vorm Heim gefürcht. In a verschneite Ecken druckt sie das Madel dann und zimmt mit klammen Fingern das erste Streichholz an. Eine kleine Flammen wärmt kein Herz. Eine kleine Flammen wärmt kein Herz. Weil für den, der Gott keinen Ausweg findet, sind die meisten Leid im Herzen blind. Thomas Spitzer und Marco Pogo, a kleines Feier, neues Album, ERV-liche Weihnachten. Und da sind die beiden. Herzlich willkommen. Servus, grüß dich. Servus, danke für den kurzen Abend, für den kurzen Auszug aus dem Album. Wie habt ihr zwei euch eigentlich kennengelernt? Also auf dem Klassentreffen war es nicht, oder? Ja, das, danke dafür. Na, eigentlich, es war immer schon mein Wunsch in meiner wilden Zeit, ja, dass ein praktizierender Mediziner in der Band spielt. Er ist nur um 40 Jahre zu spät geboren, weil er ist Politiker, Bankrocker, Arzt und Bierbrauer. Darf man das in Bayern als Österreicher sagen? Selbstverständlich. Das darf man sein. Danke für die Blumen. Wir haben uns da kennengelernt, wo sich die meisten Leute kennenlernen, an einer Bar. Ja. Und umso größer ist natürlich die Freude, als dann die Einladung kam, diesen großartigen Song zu singen. Aber es ist ja so, Thomas, Rente und Ruhestand geht nicht, wenn man so viele Ideen hat, oder? Gottes Willen. Ja? Solange noch irgendwo ein Texter oder Musikerherz in mir pocht, wird keine Ruhe gegeben. Wobei ich sagen muss, auf ihn bin ich aufmerksam geworden, nicht nur durch diverse Medien, dass er ein sehr spezieller Typ ist, sondern als er einen unserer größten Hits, Er küsst die Hand, auf Bankrock-Manier intoniert hat. Und jetzt muss ich gleich mal noch mehr Danke sagen. Nach 2 Jahren Bühnenabstinenz durfte ich vor einer Woche bei 2 ausverkauften Konzerten von Turbo Bier. Das ist deine Band, ne? Das ist meine Band. Ja. In Wien vor lebendigem Publikum endlich wieder die E-Gitarre würgen. Ne. Danke, mein Schatzi, dafür. Sag mal, stimmt die Geschichte, dass du beim Konzert Leute geimpft hast? Das stimmt, also nicht während Konzert, da habe ich gespürt, aber vor dem Konzert hatten die Leute die Möglichkeit, sich von mir impfen zu lassen und dem sind auch einige nachgekommen und das ist mein kleiner Beitrag, mein kleines Feuer, das ich da zünden kann und wenn jemand dazu stößt, der noch nicht geimpft war, dann freue ich mich, weil das ist der einzige Ausweg, den wir haben. Ich muss dazu sofort assoziieren, dass es doch verdächtig ist, stell dir vor, also der Iggy Pop oder der Keith Richards würden beim Einlass stehen und sagen, darf ich dich kurz impfen? Aber er meint das im positiven Sinne. Ja, selbstverständlich. Wobei bei den die gerade genannt hast, wäre ich nicht sicher, ob die einen Arm treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mein Gott. Super stark. Politiker im Wien, im 11. Bezirk unterwegs. Also, das hast du wahrscheinlich den ganzen Tag keine Zeit, oder? Ein Termin und eine Action nach der anderen.
Ja, ich versuche eine ausgewogene Work-Beer-Balance beizubehalten. Aber wenn dann aber der Thomas fragt, ob wir zum Beispiel heute herkommen, um diese schöne Nummer vom neuen ERV-Album zu spielen oder ein Video zu drehen mit ihm, das übrigens morgen erscheint. Ja? Ganz wichtig. Sehenswert. Dann nehme ich mir gerne diese Zeit raus. Außerdem ist es eine unfassbare Ehre, weil wenn ich den kleinen Marco Pogo dazu, wie er durchs Wohnzimmer hupt und küsst die Hand, schöne Frau. Das ist ein Wahnsinn. Ihr zwei, wir sind schon fertig. Leider. Danke für den Besuch. Eher fauliche Weihnachten.